Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon Beta Team DX. Morgen, Maika, geben wir auch heute wieder unser Bestes. Hallo? Nanuga könnte das sein? Seid ihr das Retterteam, die Schmocks? Ja, korrekt. Hm? Moment, bist du nicht? Bitte helft meinem Freund, bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, für Laura arbeiten wir nicht, kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Ich erinnere mich an dich. Du bist doch das Papunga vom Pokémon-Platz neulich. Das Team von Tangulus hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt. Allerdings ist Tangulus... Er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Was sagst du da? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt. Doch überall, obwohl dichte Wolken am Himmel hängen, weht nicht das leiseste Lüftchen. Oh. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Blätterfächern kann Tangulus starke Winde entfachen. Ich dachte, so ein starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tangulus ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Auftrag gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Alles klar, wir gehen sie suchen. Wirklich vielen Dank. Aber sicher doch, du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Maika. Ja, lass mich aber kurz mal zu Dings. Was haben wir denn? Willkommen im Lager, was kann ich tun? Nee, jetzt ist das Falsche. Wird er geschwungen, versetzt er das Pokémon in Blickrichtung für eine Weile in Konfusion. Okay. Ich mache das ganz gern jetzt mal so, dass ich alles ins Lager tue. Und Sachen abholen. Sortieren nach. So, wir brauchen. Ich hätte ganz nämlich das ganz gerne. Ich nehme zwei Äpfel mit. Nee. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das verkaufen wir gleich, den Apfel lassen wir. Intensivticket auch. Perfekte Apfel, Pirsif, Beere nehmen wir mal 3 mit. Dann nehmen wir mal 4 mit. Auch eine größere Dings. Bankorb nehmen wir mit. Nicht, weil ich Bankorb jetzt unbedingt Dings will, aber ich will Bankorb ehrlich gesagt verkaufen. Items verkaufen. Schau dich in aller Ruhe um. So, als erstes, das kommt weg. Ja.
gut. Gehen wir mal unser Pokémon-Team so ein bisschen besuchen. Aha. Verstärken. Witterplateau. Was war Janma? Janma war... Steht das da irgendwas von seinem Typ? Tackle, Scharfblick, Ruckzuckhieb, Doppelteam. Doppelteam und Scharfblick finde ich jetzt ein bisschen lame. Was kann... Wo rennt er? Gifty, Piekser, Aeros, Zornklinge. Auf jeden Fall schon mal ein besseres Moveset. Magnetilo. Stillkamm. Ampharos ist ein super Gegner, ach du Gott. Hier kann man auch sehen, wer sich schon uns angeschlossen hat. Team aufstellen. Aus Team entfernen und ich würde ganz gern ihn mitnehmen. Ich glaube, das ist gut. Items geben. Damit das nicht so voll wird. Kriegt jeder von denen eine Sinelbeere. Was habe ich gemacht? Porenta kann das. Versucht Akrobatik zu lernen. Ich bin der Meinung, Akrobatik war eigentlich eine ziemlich gute gute Dings. Physisch. Ich dachte so statt Piekser. Ja. Weil er ja nur physisch angreift, könnten wir ihm auch. Gehen wir nochmal. Wir könnten ihm das Kraftbandana geben. Nee, nicht lagern, abholen. Erhöht den Angriff eines Trägers, so dessen physische Attacken an Stärke gewinnen. So, dankeschön. Kann ich das doch nicht machen? Das ist ja doof. Dann kann ich denen Zink und so geben. Statt Dings kriegst du jetzt das Kraftbandana. So. Gehen wir jetzt auf Aufbrechen. Vielleicht kann ich das nur halt während des Kampfs. Puh, hier geht's wirklich steil runter. Mein Freund Papunga steckt also irgendwo in diesem Klamm fest. Ja. Es tut mir leid, euch das
damit zu belästigen, aber bitte helft ihm. Wir machen das schon. Packen wir es mal an, Maike. Jo. Augenblick noch. Ja, was gibt's denn? Da wäre noch was. Dieser Ort heißt zwar Stillkamm, doch ganz so friedlich, wie der Name vermuten lässt, geht es hier wohl nicht zu. Angeblich schläft in diesem Kamm ein riesiges Monster. Monster? Alter, dieser Pokémon. Ja, aber das sind nur Gerüchte. Doch da Tengulis ja auch noch nicht wieder zurückgekehrt ist, hielt ich jetzt für meine Pflicht, euch davon zu erzählen. Aua, mein Bauch. Tut das weh. Huch, was hast du denn bloß? Ich habe ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Aua, aua, aua. Wahrscheinlich habe ich zum Frühstück etwas Falsches gegessen. Hey, Maika, du siehst auch ziemlich blass aus. Hättest du, hattest du nicht das gleiche gegessen? Dir geht's bestimmt auch schlecht, oder? Also, mir geht's prima. Was soll denn das, Maika? Ich brauche hier deine Unterstützung. Als mein Partner musst du doch auf meine Stichworte reagieren. Warum regst du dich denn plötzlich so auf, Xeno? Ich dachte, dir tut der Bauch weh. Wie? Ja, also, ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Aha. Zurück zum Thema. Von was für einem Monster sprechen wir da überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monster überhaupt existiert. Verstehe. Dann bringt es auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Ammenmärchen ist. Mein Freund Papunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Seid bitte vorsichtig. Keine Sorge, wir passen auf. Auf geht's. Okay. Versuchen wir mal so gut wie es geht, da durchzusneaken. Mitstreiter im Retterteam Caps erhalten auch Erfahrungspunkte und werden stärker, während sie sich dort befinden. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn du sie auf Dings mitnehmen würdest. Kann ich jetzt Eisen einsetzen? Okay, du hast Verteidigung 25, 21. Xeno braucht Verteidigung. Spezialverteidigung. 23, 24. Wollte eigentlich, dass du nur eins weiter gehst, aber okay. Ich muss halt für manche Attacken halt... im Kampf haben sich Pudox und Team Schmocks angefreundet. Hochnebelwald. Pudox will anscheinend mitkommen. Möchtest du gemeinsam... Ja, warum nicht? Gut. Und zwar nicht so direkt ins Team. Weil du ein Normal-Pokémon bist, bist du jetzt eigentlich durch. Alter, was soll denn das? Wieso hat denn Pudox jetzt auch angegriffen, der Depp? Geschafft. Und Levelaufstieg. Für Xeno auf Level 12. Aufstieg! Ich frage mich, ob sie sich halt entwickeln. Also ich habe jetzt schon gelesen, dass sie sich entwickeln. Dass sie sich entwickeln können. Die Frage ist nur genau, wie? Irgendwas mit dem Stein?
Bombenflug. Ha. Achso, nee, ich muss Sinnelbeere ersetzen. Habe ich nicht eine Sinnelbeere? Im Kampf haben sich Teddy Ursa und Team Schmocks angefreundet. Tief Grüneberg. Nee, ich weiß, ich habe kein Tief Grüneberg, das weiß ich. Drei. Die Musik ist schon cool, ne? Bunkerflug. U10 möchte ich, wir sind gerade mal U4. Dann gehen wir nach oben. Was kennst du denn jetzt schon wieder? Hast du es mal bald? Ach Mann, ich wollte eigentlich schräg, aber okay. Bin halt so. Wo ist denn jetzt die blöde Treppe nach unten? Gehen wir hier lang. Nein, no. Wieso Glut auf einem Wasser-Pokémon? Naja, es brennt. Die von ganz hinten greifen gar nicht an. Gott sei Dank gefunden. So, die Hälfte haben wir schon. Ach, als ob.
Bondio, Hochnebelwald. Ja, komm mit. Hochnebelwald haben wir. Will denn keiner von euch angreifen? Ich gebe dir Deckung, Maika. Für was denn? Das Ronyu hat jetzt ganz alleine einen Hunduster besiegt. Blubber. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das geht bis L. Reichweite 4 Felder. Komm statt Tackle. Wir gehen mal unten lang. Weil ich die Items haben will. Weil ich die Treppe suche. Lauf, 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 lauf. So. Und hier nach so einer Treppe? Mach mal einen Blubber. Kannst du das mal lassen? So, das sind wir. Ein Pokémon im Brandzustand nimmt ab und Schaden obendrein sinkt sein Angriff ein wenig. Beim Betreten an der Wasserfläche erreichen der nächsten Ebene oder beim Einsatz bestimmter Items, wie zum Beispiel Fragier, wird der Zustand aufgehoben. Ich wollte nicht, dass du dich bewegst. Im Kampf haben sich Hunduster angeschlossen. Hab ich auf jeden Fall nicht. Ja, gib mal momentan mit dem Gewehr. Wie viele Siedelbeeren habe ich eigentlich da? Und Leo wurde besiegt. Ich war beim ersten Level aufgestiegen. Was denn ist die verdammte Treppe, Mensch, da? Auf dieser Ebene befindet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Ja, ich weiß. Ich muss gerade kurz die Karte checken, wo ich bin.
Skorka ist stark vor Hunger. Du könntest dem Pokémon einen Apfel geben. Ja, gib her. Mampf, Mampf, Mampf. Hurra! Skorka hat sich erholt. Skorka ist von der Freundlichkeit von Team Schmocks gerührt. Ich habe aber keinen tiefgrünen Berg. Was ein bisschen mehr ist, aber okay. Geschafft. Ich wollte eigentlich dahin. Himmelaschenzwirne. Also das muss ich echt noch üben. Das kriege ich ja überhaupt nicht hin. Ich gebe Bruder. Die anderen greifen gar nicht an. Ach, die anderen können gar nicht angreifen. Toll. Und ich brenne. Das heißt, ich muss unbedingt jetzt die blöde Treppe finden. Ja. Och, komm schon. Levelaufstieg. Wer ist aufgestiegen? Xenos aufgestiegen. Ja, aufgestiegen. Gerne nochmal was Neues. Ach, O7. Ach, shit. Ich hab's ja noch geheilt. Das Pokémon wird daran gehindert, sich fortzubewegen und stetig etwas Schaden. Der Schaden wird etwa entweder nach einer Weile, ach Plage, nach einer Weile von allein behoben oder wenn das weggewirbelt wird. Ja, super. Da habe ich meinen Belebersamen verschwendet. Weber, du gehst mir auf den Sack. Sagen, können die nicht auch eine Attacke machen? Ich würde ganz gern da lang. Lauf, 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 lauf.
Ach komm schon, als ob. Paras will sich anschließen. Ich habe aber keinen Pilz, halt. Verzieh dich. Wieso benutzen eigentlich die Steine nicht? Das verstehe ich nicht. Da fällt mir was ein. Wir könnten geben. Zu ziehen. Dann könnten wir. Habe ich keinen Dings mehr? Oh, ich habe keinen Dings Top Ether mitgenommen. Ich dumm nicht. Tuska ist starr vor Hunger. Ja, gib dem Apfel. Mal sehen, wo du hinkommst. Treibsandwüste. Ach Mensch, kommt schon, Leute. Auch nicht schon wieder Plage. Ah, Porenta. Ich bin eingepennt. Uff. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ist das der erste Dungeon, der gescheitert ist? Ich hab's auch nicht einfach. Ich glaube, ich habe auch mein eigenes Team getroffen. Das ist doch so mies. Wieso ist das Ding so riesig? Ja, jetzt habe ich die blöde Treppe gefunden. Ich habe nur noch zwei Mitstreiter. Willkommen und hereinspaziert. Was hast du denn? Nicht so wirklich, was ich brauche, ne? Oh nein. Auch eine Feuerattacke.
Jetzt geh kaputt, Mann. Gott sei Dank. Ach, warum nicht? Was haben wir schon zu verlieren? Es wäre jetzt cool, wenn ich jetzt komplett geheilt wäre. Oh, gut. Ich sehe schon, wir sind schon drüber. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.